Mit dem Roland Lascher immer eine tolle Geschichte gemacht. Da sind wir nach Hause gefahren und wir haben uns immer nicht auf die Stoßstange hinten drauf. Wir haben das gepusht, weil du kriegst einen Schubs an, hast du mehr Drehzahl. Was wir haben mal auf der Abus gemacht mit dem Harald Groß. Da kam dann plötzlich einer in so einem Zug, der die Geschwindigkeit hatte. Push und Pull. Und dann habe ich gedacht, das mache ich jetzt auch mal. Und dann habe ich mit dem Roland gesagt, pass auf, wir fahren jetzt mal da. Auf der Autobahn, ich meine, das darf man gar nicht erzählen, aber ja, wenn einer nicht zur Seite war, haben wir kurz verhindert. Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Mein Name ist Carsten Arndt und wir müssen jetzt mal einen Jubilar hochleben lassen. Gratulieren werden wir heute allerdings noch nicht, aber seine königliche Hoheit, Leopold Prinz von Bayern, wird demnächst 80 Jahre alt und ich freue mich ganz besonders, dass er sich Zeit genommen hat, um mit mir ausführlich über sein wirklich außergewöhnliches Leben zu reden. In so einer Familie aufzuwachsen, mit den damit verbundenen Verpflichtungen und dem eigentlich schon in die Wiege gelegten Rampenlicht, ist sicher nicht immer ganz leicht. Trotzdem hätte Poldi es sich auch einfacher machen können, denn die Stoppuhr an der Rennstrecke interessiert sich nicht für Adelstitel und so hat er eigentlich zwei Leben gelebt. Einmal das des Rennfahrers, den seine Fans Poldi nennen und andererseits als Teil des Hauses Wittelsbach und Nachfahre von Ludwig I. mit entsprechenden Repräsentationspflichten. Schön, dass er bei all dem den Spaß nicht vergessen hat und als Teil des berühmt-berüchtigten Trio Infernalis nach Dieter Quester und Stetzel Stuck nun die fehlenden Erinnerungen an die gemeinsamen Jahre hier bei mir auspackt. Viel Spaß also mit Leopold Prinz von Bayern oder wie wir Motorsportfans ihn nennen, viel Spaß mit Poldi. Du fährst das Rennen zwar konzentriert, aber irgendwo ist immer noch im Hinterkopf dieses Warnsignal, wo sagt, hör mal, du hast zwei Kinder oder drei oder vier, ich habe ja vier Kinder und mittlerweile 9 Enkelkinder und das nächste kommt bald, das 10. Das sind 8 Buben und ein Mädchen, gell? Oder 9 Buben und ein Mädchen. Was kommt jetzt? Wieder ein Buben. Und dann war das halt so, dass wir dann, dann bist du gefahren und denkst, ja, aber auch, Mensch, 380, wenn du da abfliegst, weißt du, da kann nur die zwei Schutzengel, die ich immer hatte, die mich also immer freundlicherweise begleitet haben und mich beschützt haben. Der Rolf Stommel hat immer gesagt, weißt du was, fahr nie schneller, wie der Schutzengel fliegen kann. Und er ist schneller gefahren. Das war so ein guter Freund von mir. Weißt du, das Traurige ist an der ganzen Geschichte ist ja das, dass du... Ich hätte gerne in der damaligen Zeit die Technik gehabt, wie es sie heute gibt. Mhm. Aber nur deshalb, weil einfach viel mehr Menschenleben gerettet worden sind. Ja. Aber ich habe damals, wie ich angefangen hatte, war im Jahr immer beim Bergrennen, waren immer 2 oder 3 dabei, die es nicht überlebt haben. Deswegen wäre eigentlich schön gewesen, wenn man damals diese Techniken schon hatte, diese Erkenntnis und diese Sicherheiten, die dann erst viel später kamen, die durch den Unfällen immer mehr verbessert haben und nochmal gewusst haben, wo müssen wir verstärken, wo müssen wir das Auto noch sicherer machen. Das haben wir damals nicht gehabt. Und da bist du damals, hast du auch nur Strohballen gehabt am Bergrennen. Auch die Zuschauer haben ja auch in Lebensgefahr gelebt eigentlich. Ne? Die Zuschauer. Ich habe mal ein Rennen gefahren, das hieß Zotzenbach. Ja. Das war das erste Rennen nach der Ende der Saison, im Jahr davor. Und da weiß ich, ging es mir gar nicht gut, da in die Krippe. Und du weißt ja, früher, wenn du in der Schule warst, hast du schwänzen wollen, hast du einfach mit dem Finger die vorne an dem Thermometer warm gemacht. Da ist die so nach oben gegangen, der Arzt hat gesagt, ja, Poldi, heute kannst du nicht in die Schule gehen. Und ich bin da in Zotzenbach gefahren und auf Mini Cooper. Und dann habe ich mir gemessen, rektal, hatte ich 39,8, fast 40, gell. Und dann kam der Arzt zu ihnen, der sagte, ja, Prinz Leopold, aber Sie schauen mir nicht gut aus, Sie müssen irgendwie krank sein. Also, nicht wirklich. Also, dann hat er gesagt, wir messen die erstmal hier. Wir haben sie unter der Achsel gemessen, gell. Und dann habe ich dann abgelenkt, habe kurz raus und habe das runtergeschüttelt. Dann hatte ich 37,8, 38, sagt er, ja, an der Grenze können fahren. Und dann war ich vollgepumpt mit Medikamenten und habe eine Kurve verwechselt und komme da angebrettert mit dem Mini in Zotzenbach und fliegt da voll raus und jetzt kommt es. Und da war so ein Streckenposten, der saß an der Rennstrecke, einfach hinterm Strohballen auf dem Stuhl. Und ich bin da abgeflogen, an dem vorbei, hab den Stuhl weggefahren, der arme Kerl hat sich noch einen Fuß gebrochen und dann bin ich im Freiflug, bin ich dann ins Tal runtergeflogen und landete plötzlich in einer gewissen Höhe, wo ich gesagt habe,
da stimmt doch was nicht. Weißt du, bist dann, hast ja. schon Schock gehabt, aber ja. bist dann plötzlich, denkst du, ja, irgendwas stimmt doch da nicht. Und stellst fest, wie du runterschaust, dass du auf dem Apfelbaum gelandet bist. Dann bin ich auf dem Apfelbaum, denke, Herrgott sei, ich bin da viel zu weit oben. Und dann habe ich gedacht, da muss ich mal schnell aus dem Auto raus, weil wenn das Ding runterfällt, und bin aus dem Auto rausgeklettert, bin dann diese paar Meter, also das war vielleicht 1,50 Meter, bin dann runtergefallen. Ja. Und es hat keine 5-6 Sekunden gedauert, dann kam das Auto hinterher. Aber so war das damals. Es gibt ja, das waren damals Rennen. Erstmal war die Phonzahl ganz anders. Wir fuhren nur mit Ohrenstöpsel und wegen dem Tinnitus hast halt einfach dieses Erlebnis, das Auto. Damals war ja für mich immer wichtig, dass ich das Auto beherrsche, nicht das Auto mich beherrscht. Ja, ja. Und jetzt mit den neuen Features, da beherrscht du das Auto oder tut sehr viel Einfluss auf deine Gefahrenzone hinbringen. Und das ist einfach eine Zeit gewesen, die einerseits wahnsinnig schön war, weil da war kollegial, war schon da. Also jeder war natürlich, wenn du, sag mal, ich hatte dann keine Reihe, weil die Familie hatte meine Rennerei nicht unterstützt. Sie haben gesagt, da kriegst du kein Geld von uns, weil wir machen uns ewig Vorwürfe, wenn da was passiert. Was ich auch irgendwie verstand. Mhm. Aber ich wollte unbedingt Rennfahrer werden und wollte unbedingt das durchziehen, weil ich einfach wusste, ich habe dann mich testen, ich bin eine Testfahrt gemacht am Nürburgring. Da waren die Instruktoren da und da habe ich mir bescheinigen lassen, dass ich Talent habe. Und damit habe ich das aufgebaut und habe dann einfach dann irgendwann meine Mutter mir erzählt, sagt, Mami, die war ja keine, überhaupt nicht, mit Auto die gar nichts am Hut gehabt, aber habe ich gesagt, Mami, ich brauche von dir Geld, weil ich möchte gern Rennfahrer werden. Ja, spinnst du? Du kriegst von mir keinen Pfennig Geld, weil das alles viel zu gefährlich ist. Und was meinst du, wenn da dir was passiert, dann mache ich mir ewig für Vorwürfe. Und ich war so eh das Lieblingskind von meiner Mutter. Und irgendwann muss ich es doch schaffen, dass meine Mutter mir da irgendwie finanziell sich einbringt. Und dann habe ich es geschafft, dass sie mir einen Zugwagen geschenkt hat mit dem Hänger. Aber jetzt habe ich doch kein Rennauto gehabt. Mit Mini Cooper war das damals. Mhm. Und dann habe ich gedacht, dann gehe ich zu ihrem Bruder. Der war so ein bisschen vor so kleine Bergrennen mit so einem VW Käfer. Und dann habe ich gesagt, Onkel Fritz, du weißt ja, ich will Rennfahrer werden. Und ich wusste, er war ein bisschen affin damit. Ja. Und sagt er, ja, wie, was stellst du dir vor? Sag ja, Mini Cooper S, das wäre das Auto, was mir am Berg... Perfekt für Bergrennen, perfekt, klar. Perfekt, ja. Berge wie ein Go-Kart, gell? Ja. Und dann sagt er, ja, was kostet dieser Mini Cooper S? Das sei ja, Onkel Fritz, der kostet ja, 20.000 Mark. Was, so viel kostet das Auto? Aber ich habe die Chance, damit zu gewinnen. Und dann sagt er, ja, pass auf, ich leihe dir das Geld, aber ich möchte dann schon, dass du es wieder zurückzahlst. Also ich bin dann Vizemeister geworden am Berg und habe dann ziemlich erfolgreich das abgeschlossen, wurde dann bekannt und dann kam dann Alfa Romeo und dann kamen die ganzen anderen Firmen, kamen auf mich zu, haben mich dann wollten, dass ich da im Werksauto fahre. Und dann so nach 2 Jahren kommt der Onkel zu mir und sagt da, weißt du, Poldi, irgendwas vermisse ich da auf meinem Konto, irgendwie, dass da irgendwas, irgendeine Bewegung entstanden ist. Sag ja, Onkel Fritz, weißt du, das dauert ein bisschen länger heutzutage, das geht nicht so schnell auf heute auf morgen. Ja, dann sag ich, aber ich werde es schon schaffen irgendwie. Sagt er, weißt du was, ich schenke dir das Auto. Und er hat mir eigentlich den Grundstein gelegt. Ja, der hat mir geholfen und hat es dazu gebracht, dass ich zum Rennfahrer, also zu einem wirklich zum richtigen Profi wurdest. Ja. Und hat er die Karriere noch miterleben können, so ein bisschen? Ja, aber nicht mehr viel. Aber hat eigentlich schon ein bisschen viel miterlebt. Und ich habe gesagt, Onkel Fritz, habe ich dir alles zu verdanken, weil du hast mich finanziert mit dem Geschenk, mit dem sehr großzügigen Geschenk eines Mini Coopers. Ja, na klar. Und mit dem habe ich halt dann am Berg unheimlich, wie mit dem Peter Wichert von Karlsruhe geklopft. Da war immer, komischerweise war ich die ersten Fahrt, also es waren 2 Läufe nach oben, war ich schneller als er. In den 2 hat er so schnell gefahren, dass ich im Grunde genommen den ersten Platz verloren habe, wo er Zweiter wurde. Und dann habe ich gedacht, also, wo holt denn der diese Zeit raus, gell? Und dann habe ich mir gedacht, naja, dann wurde ich eben, hat er mehrere Rennen gewonnen, Schauensland habe ich dann auch gewonnen mal zwischendurch, aber dann habe ich mir gedacht, jetzt kaufe ich sein Auto, weil das ist sicherlich ein Auto, wo du mit siegen kannst.
habe das Auto gekauft und habe gemerkt, dass er beschissen hat. Der hatte mehr Kubik drin. Ich habe mir halt die Ohren weggefahren an die Grenze hier oben und er ist da so gemütlich, also wenn der Polo noch, oh, da gebe ich ein bisschen Gas. Und der hätte sein Auto verkauft und gleich Protest eingelegt wahrscheinlich. Ja, genau. Ich habe dann gesagt, du bist vielleicht einer. Also ich weiß nicht, wie du das unter dir ausmachen konntest, dass du mit falschen Karten gespielt hast und somit Rennen gewonnen hast. Also ich weiß nicht, das war, also glaube ich, fand ich nicht sehr kollegial und das war für mich unbegreiflich, dass er sowas macht, aber damals waren diese Kontrollen nicht so, wie sie heutzutage sind oder in den nächsten Jahren. Ich wollte gerade sagen, wie bist du denn mit einem Hans Heyer oder Harald Groß ausgekommen? Also im Hansi Heyer ist auch gerade 80 geworden. Ich weiß, da war ich auf dem 80. Ja, ich konnte ihn leider nicht. Ich weiß. Der war ziemlich sauer, der Hans ist ja, der hat ja auch einen köstlichen Humor. Ja. Ja, also mit denen bin ich gut, außer meine beiden engen Freunde sind ja Stuck und Köster. Köster, und ja. Dieses berühmte Trio Infernale. Da müssen wir ja auch noch drüber reden. Ja. Aber mit dem Harald Groß hatte ich immer schon, irgendwie fand ich den ganz, ganz witzig, weil der hatte immer so einen Wortschatz, der so halb vor der Gürtellinie endete. Der weit weg war vom königlichen Wortschatz. Aber ja. Absolut, aber... Weißt du, das Problem war, oder nicht das Problem war, für mich war ja eigentlich auch der Rennsport einmal zu beweisen, dass ich als Prinz von Bayern mit dem Namen auch schnell sein kann. Weil man hat dich ja ein bisschen anders eingeschätzt. Die haben mir dann, ja, die sind früher Kutschen gefahren und die haben uns, also mich haben sie ja nie so richtig ernst genommen. Mhm. Die haben gesagt, naja, es ging ja auch so rum in dem Fahrerlager. Ja, stell dir mal vor, bei einem Team, der ist sogar der Poldi schneller als du. Also was soll denn das heißen? Das heißt, dass ich nicht ernst genommen, dass ich schneller Fahrer bin. Ja. Da einfach so, die damit gedratzt gesagt haben, ja, der ist schneller gewesen. Also du musst schon mal noch eine Schippe drauflegen. Und der Striezel Stuck und Harald und Köster waren diejenigen, die dann gesagt haben, ich sage euch mal eins, der Poldi ist wirklich schnell. Mhm. Aber weißt du, ich war ja mit vielen Dingen belastet, mit Kindern, mit der Familie, mit der Repräsentation der Familie. Ich hatte ja schon, konnte mir meinen Kopf nicht freimachen, nur fürs Rennen. Mhm. Ich hatte ja viele andere Ämter auch, Schirmherr und dann Präsident des Fördervereins und so weiter. Diese ganzen Ämter hatte ich ja und es waren so Dinge, wo ich nie den Kopf so richtig frei haben konnte, wie der Dieter Köster zum Beispiel. Ja. Der konnte ja nur für den Rennsport leben. Ja. Und der hat ja da keine anderen Aufgaben gehabt, obwohl seine Firma natürlich. Aber ich hatte so wie verschiedene Dinge, die ich eben auch machen musste, indem ich halt da verschiedene, die Namen der Familie halt repräsentieren musste und so weiter. Und es war schon schwierig für mich, das ganz rauszukriegen aus meinem Kopf. Aber ja, ich glaube, ich habe immer gewusst, wo die Grenze eigentlich ist. Die einzige Grenze, wo ich überschritten habe, war der Zeit der Bergrennen, wo ich halt gedacht habe, das sind meine Freunde, und dann sage ich zu dem, du, sag mal, dieser Berg da, diese Kurve, weißt du, diese schnelle Rechtskurve in der gleichen Klasse wie ich, 1300er, wie fährst du die? Voll. Sag ich, spinnst du? Voll? Doch, die geht voll. Zack, ich bin's voll gefahren und war natürlich rausgeflogen. Ein Konkurrent weniger. Das war damals so. Da hast du halt einmal gesagt, du hast dem geglaubt. Du hast gedacht, das ist ein Freund von mir, der wird mir nicht irgendwas einen Schmarrn erzählen. Mhm. Sondern er erzählt mir einfach, die geht voll. Und du denkst dann, ja, dann fahre ich halt voll. Und dann kamen die Kinder auf dich. Und dann kamen die Kinder und hast die Verantwortung wurde immer größer und immer größer. Und dann hast du natürlich bist du nicht mehr hingegangen und hast dann gesagt, da gebe ich jetzt Vollgas, weil ich konnte dann selber einschätzen, das kann nicht sein, dass man das Vollgas fahren kann. Und dann habe ich mir einfach so eine Grenze gesetzt, aber so quasi, aber diese Aussage vom Rolf Stommelen, fahr nicht schneller, wie der Schutzengel fliegen kann. Ist schon was dran. Da ist wirklich was dran. Und ich weiß, und ich bin davon überzeugt, dass jeder Mensch hat einen Schutzengel. Ich habe aber zwei beschäftigt, weil ich habe ein paar Abflüge gehabt und einen Nürburgring bei dem Legendenrennen, ja, damals, wo wir da gefahren sind mit dem schönen Gruß von Rainer Braun auch, so ja, der Ausrichter. Der Rainer, ja. Danke. Gleich habe ich gleich drauf festgelegt. Rainer Braun. Aber ist der heute noch böse, nimmt dir das heute noch übel. Ja, ja, du hast auch das Ding ja auch vorhin mal rausgeschmissen. Gell? Also, ach, guck an. Ja, das verschweizt er nicht. Ja. Na, nur der Rainer war auch so einer, der, ja, wie soll ich sagen, ist wirklich ein enger Freund von mir mittlerweile.
der immer so, mein Spitzname war ja Dreopold. Mhm. Das war ja aus der M1-Zeit, wo ich mit dem BMW M1 gefahren bin und der Mittelmotor und du konntest halt unheimlich nah an die Grenze fahren, des Möglichen, und dann, bevor du dich drehst. Aber wenn du die Grenze überschritten hast, die war eben so klein, dann hast du dich halt gedreht, da hat der Rainer gesagt, der Stritzler hat dann gesagt, weißt du was, Poldi, ich war das erste Mal auf dem M1 gesetzt, wir machen jetzt ein Drehbuch mit dir und dann tragen wir jeden Dreher von dir rein. Also der Dreopold, der Dreopold. Und der Rainer hat es, also bis zum Exzess hat er es ausgenutzt, hat immer gesagt, ach, der Dreopold. Aber gar nicht wissen, dass ich manchen Dreher nicht selber schuld war, sondern weil mir einer hinten die Karre reingefahren ist. Dann habe ich den Rainer immer mal geschnappt, habe gesagt, Rainer, weißt du was, ich finde, es hat jetzt so einen langen Bart, diese Geschichte, wo du mich immer lächerlich machst im Fernsehen oder beim Rennen, wo du als Kommentator dann sagst, der Dreopold hat wieder zugeschlagen. Das lass doch bitte mal sein, weil das ist, finde ich, unfair. Ja. Und da hat er auch ziemlich einen Druck gekriegt von BMW und dann hat er irgendwann hat er es dann sein lassen. Aber, okay. Aber ich bin ja kein Mensch, der mir nachtragend ist. Oder ich habe so eine tolle Zeit gehabt im Motorsport, gerade mit Rainer, mit dem Stritzel und mit Dieter und mit Harald und mit dem Jockel. Ich meine, ich könnte ein Buch schreiben. Wir wollen ja immer noch ein Buch schreiben, aber die drei zusammenzubringen, das Trio und Fanale ist nicht einfach. Ja, das stimmt. Wir sind alle viel beschäftigt. Ihr fahrt einfach immer noch zu viel. Ja, hin. Aber der Dieter, der will immer beweisen jungen Leuten, dass er besser ist wie die anderen. Dann hat er wieder die Achillessehne gerissen. Dann muss man wieder unterbrennen. Wir haben ja schon zweimal Anlauf gemacht. Der Stritzel und ich hatten ja schon einen Termin, wo wir über unsere Zeit damals erzählen, was wir alles angestellt haben. Ist nie zustande gekommen. Jetzt habe ich gesagt, Stritzel, irgendwann müssen wir es jetzt machen wir es halt ohne Dieter. Ja. Und deswegen müssen wir einfach hingehen und irgendwann jetzt mal die Initiative ergreifen mit uns beiden, dass wir den Dieter da endlich dazu bringen, dass er jetzt mal auch die Zeit nimmt und wir einfach mal 3 Stunden über die frühere Zeit erzählen. Da müssen sich ein paar ganz schön warm anziehen. Ja. Ja, weil du kannst es ja im Grunde genommen eigentlich das, was wir gebracht haben, kannst du in der heutigen Zeit nicht mehr bringen, weil nee, da kriegst du sofort die rote Karte von irgendeinem Unternehmen, der oder sich... Oder Hoteliers oder so. Ne? Ja, kein Bock auf euch. Ja, da waren wir 5 Jahre nicht mehr dort in dem Hotel in Berlin, im Kempinski. Ja, und bei Karajan-Konzerten auch nicht. Ja, genau. Nein, aber das ist einfach unsere Zeit, die ich, wie gesagt, 60 Jahre fahre jetzt Autorennen, also letztes Jahr, sind es 61 Jahre dieses Jahr. Da habe ich so viel, weißt du, so viele tolle Leute kennengelernt. Von Ayrton Senna über Graf Berge von Trips. Ja, die hat dir ja ein bisschen das Fahren beigebracht hat, oder? Ja, genau. Der Wolfi Trips hat mir das Fahren beigebracht, Baden-Baden. Wie bist du auf den gekommen? Wir müssen gleich noch ein bisschen zurück, aber wir machen jetzt einfach mal hier weiter, oder? Ja. In der Zeit, ja. Der hat, ich weiß es wirklich, es ging so. Ich bin ja in Freiburg geboren, aus Gründen der Zerstörung von München und von der Stadt Freiburg. Die war zwar auch ziemlich zerstört, aber München war mehr zerstört. Und meine Mutter war eben schwanger mit mir. Und man hat sich dann entschlossen, dass die Voraussetzung bei den Haus Hohenzollern besser war für junge Leute, also für die Geburt und für ihre Kinder. Und dann haben die gesagt, ja, dann machen wir es in Umkirch. Und Umkirch gehörte zu dem Haus Hohenzollern. Das Schloss, was damals Napoleon hatte und an Josephine verschenkt, das war ein früheres Jagdschloss, wurde aber dann erweitert. Und das war einfach mit einem riesen Park daran. Und es war einfach draußen am Thuniberg, so ungefähr, ja, so 5 Kilometer weg von der Innenstadt Freiburg oder Außenbezirk von Freiburg. Mhm. Und da hat man gesagt, 43, 21. Juni, da kommt der Poldi dort zur Welt. Und da bin ich geboren und da war natürlich für mich eine Zeit, 43, das war also nicht ganz einfach. Nee. Aber ich habe dann so mit 6 Jahren, 49, 50, hatte ich schon Interesse für Autos. Weil mein Großvater hatte mehrere Bedienstete, auch 3 Chauffeure. Und der eine hat einen VW Käfer gehabt, so einen Brezelkäfer mit Rollgas und wo du den Reservetank umgeschaltet hast. Und das Ding hat ja auch keinen richtigen Geräusche gemacht. Da haben wir erstmal die Siebe hinten rausgenommen. Aus dem Auspuff haben wir mal ein bisschen mehr Geräusche reingebracht. Und
das bietet sich ja an, mit dem Auto mal rumzufahren. Und ich hatte einen sehr netten Chauffeur meines Großvaters, mit dem ich angefreundet habe, und war mit denen allen per Du. Und dann habe ich gesagt, du, ich finde das so toll, diesen Käfer, kann ich mit dir mal durch den Schlosspark fahren? Es war ein sehr, ziemlich großer Schlosspark. Ja, aber du kannst nicht selber fahren, weil natürlich ich mit der Größe nicht an die Pedalerie rankomme. Sagt er, ja, pass auf, sitzt auf dem Schoß bei mir drauf, beim Käfer. Und dann fängst du mal das Lenken an, mal so ein bisschen das Gefühl kriegst für das Auto, was es macht in der und der Situation und so weiter. Und das habe ich mit großer Freude gemacht. Jedes Mal habe ich dir wieder gesagt, Rolfi, ich würde so gerne wieder mit dem Auto fahren. Ja, jetzt muss ich gerade deinen Großvater wohin fahren, aber danach fahren wir wieder im Schlosspark. So hat sich das 3 Jahre lang entwickelt und ich wurde natürlich auch immer größer. Und dann wurde ich 11 Jahre alt. Ich springe jetzt mal ein bisschen. Also das war dann 54. Und dann habe ich gesagt, jetzt kann ich ja das Auto fahren. Lass mich doch mal allein das Auto. Nein, kommt gar nicht in Frage, weil wenn da was passiert, kommen deine Großeltern auf mich zu und sagen, ja, also das hier geht ja gar nicht. Das ist ja viel zu gefährlich. Also ja, wir waren schwere Raucher. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, Wolfi, ich bestech dich jetzt. Wie, was, wo, bestechen? Kenne ich gar nicht. Sag ich, doch, ich bestech dich jetzt. Und wir hatten im Salon immer so Silberbecher. Da waren so geschätzte 30, 40 Filterzigaretten drin. Dann bin ich mit dem Becher genommen, habe gesagt, hier, Wolfi, hier kriegst du den Becher voll diesen Zigaretten. Du gibst mir dafür einen Schlüssel. Hat überlegt. Ich sagte, ich gebe dir nur dann eine Schlüssel, wenn du auch vernünftig mit umgehst mit dem Auto und nicht irgendwo am Garagenhaus hängen bleibst oder so. Nein, aber ich habe gesagt, dann kriegst du den Schlüssel, aber verrat mich ja nicht bei deinen Großeltern. Und du musst vorstellen, das war ja mein Großvater ziemlich pedantisch. Das war dieses wunderschöne rote Sandsteinschloss und vorne war ein großer Kiesplatz. Der wurde immer von den Gärtnern gerecht, weißt du, schön in Linie, also ganz wie so ein Fächer war das dann immer sauber gewesen. Ich kam da an, habe schon angefangen zu driften mit dem Auto und hatte so einen wahnsinnigen Spaß. Das erste Mal weiß ich noch, wie ich in dem Auto drin saß und ich habe mir gesagt, Mensch, ich darf das jetzt alleine fahren. Das war ja mein ganzes Bestreben, irgendwann mal das Ding fahren zu dürfen. 11 Jahre war ich alt. Dann habe ich gesagt, ich fahre jetzt das Auto alleine und keiner kann mir sagen, gib weniger Gas, gib mehr Gas oder so. Und es war so ein irres Erleben, wenn du mich fotografiert, sie gegrinst über alle Monde, ja, klar. Weil das war so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, jetzt wäre ich Autorennfahrer. Und du hattest weil ich mit die Materie mich so fasziniert hat. Ja, und damals. Du hattest natürlich Zugang zu Autos. Ja, natürlich. Und du warst ja schon der Star bei der Einschulung eigentlich, weil du mit dem Holzvergaser Mercedes zurückgefahren wurdest vom Fahrer. Weil wir damals kein Benzin hatten. Ja. Dann haben die so einen Kessel hinten drauf gebaut und oben auf dem Dach war es Holz und hast denn, ich weiß noch, in der Früh, wenn mein Großvater dann seinen Chauffeur anruft und sagt, du, wir müssen jetzt da und da hinfahren, musste den Kessel anheizen, gell, damit er richtig Dampf hatte. Und mit den Dingern sind wir dann in die Schule gefahren. Das war irre. Ne? Damals hatte ja niemand eigentlich ein Auto, das war ja völlig normal. Und du bist mit deinem Onkel zusammen, der ja auch Rennfahrer wurde, später Prinz Ferfried von Hohenzollern, der leider schon verstorben ist. Ja. Mit dem bist du eingeschult worden. Dein Onkel, was ja auch lustig ist, aber der war nur 3 Monate älter. Der war nur 1,5 Monate älter. Also ja, genau. Ja. Und der Papa ist leider letztes Jahr verstorben, es war wie ein Bruder zu mir, war der Bruder meiner Mutter, musst du mal vorstellen. Generationsverschiebung. Mutter und ihr jüngster Bruder war der Pfaff, also wie ist er immer, Ferfried, Pfaff bei uns. Und es war mein direkter Onkel. Mit 2 Monaten Unterschied. Wahnsinn, oder? Und der war auch ein guter Fahrer. Also war ein guter Fahrer. Er fuhr nicht spektakulär, aber immer sauschnell. Er fuhr bei Bovensieben auch. Mhm. Alpina mit dem Gerold Pankl zusammen. Und der Pfaff hat mir auch ermöglicht, dass ich da dann die größeren Autos fahren konnte. Aber mit dem bist du nie zusammen gefahren, oder? Zusammen nicht, nee. Okay. Aber in der kleinen Klasse sind wir aber. Doch einmal sind wir zusammen gefahren, und zwar mit dem 98-3 beim Dächend. Ah, okay. Wo der Stumpenmüller gefahren, der Porsche 98-3, ja. Nordschleife, Nürburgring. Okay. Und der Pfaff hatte das mit dem Willi Kausen, der hatte so eine Versicherung, haben wir den versichert gehabt. Und der Willi war ja so ein Hund, der hat dann immer erst die Sicherung gezahlt, wenn dem Auto was passiert ist, wenn ich das selber eingesteckt. Und dann sind wir, der 98-3, das war natürlich ein Sprung vom neuen
11er auf 98-3 war ein 30. Das eine ist ein Rennwagen, das andere. Den haben sie jetzt irgendwie so aufgebaut, den 98-3. Der Besitzer hat mich dann kontaktiert, weil ich noch Fotos hatte von der damaligen Zeit. Das war da fuhr der Stumpenmüller und dann der Weg Elford und wir. Okay. Und wir fuhren 98-3 vor der Pfaff dann die Nordschleife und ich wollte es übernehmen, kommt nicht mehr. Wo ist das? Im Karussell ist diese schnelle Linkskurve, hat irgendwie behauptet, die jemand abgedrängt. Aber das Ding war Schrott. Das Auto war Schrott und ging nie mehr zu reparieren. Okay. Aber ich habe dann ganz kurz noch dieses Auto fahren können, weil dann eben der Pfaff gefahren ist. Und da hat er eigentlich mir das ermöglicht, dass er fahren konnte. Und dann fuhr ich ja lange seinen Zugwagen, es war ein 911er. Und dann habe ich einige Rennen auch mit gewonnen mit dem Auto gegen den Clemens Schickedanz, weil noch die Hockenheim, die Ostkurve hinten, das war ja so eine Mutkurve, die alte Rennstrecke, die ging hinten weiter runter. Ja. Bin neulich mal wieder vorbeigegangen und habe mir diese alte Strecke angeschaut. Und da bin ich mit dem 911er, das war so richtig hier oben, gell. Habe ich gedacht, du kannst nur dann richtig schnell sein, wenn du das Ding, die Ostkurve Vollgas fährst. Der Schickedanz, der Clemens, der fuhr auch einen Porsche und dem habe ich da wirklich 13. abgenommen. Ja, wo holst du die her? Sag ich, weiß ich nicht, sag ich dir nicht. Aber ich erzähle dir keine andere Geschichte. Und dann habe ich gedacht, naja, also dann war das Rennen vorbei, dann war ich schneller und habe gewonnen. Dann sage ich, ich habe die Ostkurve Vollgas gefahren. Ja, spinnst du, das geht doch gar nicht. Ich sage, doch, es geht. Aber du musst halt dich trauen, genau die Linie zu treffen, bevor du sonst abfliegst. Da habe ich eine andere Geschichte, da war ich mit dem Walti Brun. Ja. Vor mir BMW. Und der Walti war immer ein paar Zehntel schneller als ich. Und dann habe ich gedacht, Walti, wo holst du den? Das sage ich dir nicht, wo ich die raushole. Und dann habe ich gedacht, jetzt fast einfach hinter dem her, gell. Da gab es damals in der Ostkurve, haben sie eine Schikane eingebaut, weil die einfach saugefährlich war. Wenn du da nicht die Linie richtig getroffen hast, bist du abgeflogen. Also haben sie die Schikane reingemacht. Ich bin hinter dem Walti hergefahren, so mit 30 Meter Abstand. Ich sehe, wie der volle Kanne über die Schikane drüber fährt. Der hat die einfach geradeaus gefahren. Da gibt es Fotos von mir, wo bei mir das Vorderrad, also die ganze Seite so hoch in der Luft ist, weil ich das auch gemacht habe. Die Fotografen standen schon da, weil die wussten, irgendeiner fängt jetzt an, da die abzukürzen. Und das wurde damals noch nicht bestraft. Ja, okay. Und dann sind wir da durch, dann war ich im 2 Zehntel rangekommen. Ja, wo hast du das jetzt hergeholt? Aber ich bin hinterher gefahren. Mit VW hast du zur Schulzeit auch deinen ersten großen Motorunfall erlebt, das Blutbad von Krauchenwies, hast du es mal genannt, da wo irgendwie das Auto versagt hatte, der Holzvergaser Mercedes, und dann ist da so ein Traktor gekommen und dann seid ihr hinten drauf gesprungen und dann hat irgendwie so ein Rechen dein Bein aufgehoben. Schau mal, jetzt geht's schon los. Und dann das ist ja 40 Jahre her. Ich erinnere an die Umkehrzeit, war, also auch Krauchenwies, gab es, das war eine andere, das war da fuhr mein Großvater nach Sigmaringen und wir kamen, der Pfaff und ich kamen an und dann haben wir nicht mehr ausweichen können. Dann sind wir dann geistesgegenwärtig an dem VW-Bus vorbei und sind aber so halb im Graben gelandet. Und da kam der Großvater und uns jeder eine Watschen gegeben. Das weiß ich aber. Das andere, und dann gab es eine Geschichte, wo wir dann ein Kokomobil hatten in Umkirch. Ja. Das hat die Großmutter uns geschenkt. Und mit dem bin ich auf dem Kuhflatt ausgerutscht, haben meinen ersten Überschlag gemacht. Da war ich 12 Jahre alt. Das muss ich mir vorstellen, wenn das für Autos sind, die auf dem Kuhfladen ausrutschen. Ne? Ja, weil das war so, wir hatten ein Gut, weil damals lebtest du ja von Schweine und von Hühnern und von Milchkühen. Und es war ja so, der Zeit hast du ja nicht viel zum Essen gehabt. Wir waren ja froh, dass wir auch eine Jagd hatten, wo wir halt vom Rehwildfleisch gelebt haben, weil es anders gar nichts hergebracht, das war alles weg war. Und dann hat mein Großvater Gut gemacht, also gebaut. Und da haben wir Milchkühe gehabt, da haben wir Schweine gehabt und Hühner. Und die Kühe mussten aus dem Gut raus. Und da war dieser Weg, wo ich immer entlang fuhr. Und es war dann, war der Wiese, dann kam der kleine Kiesweg und dann kam wieder die Wiese. Und da sind die drüber und immer auf dem Kiesweg hatten die ihre Losung, wie so schön in der Jagdsprache heißt, losgelassen. Das sind aber solche Fladische, gell? Und ich kam da um die Kurve rumgedampft und denk mir, hab dann immer gedacht, das ist immer schön sauber und glatt. Und dann komme ich auf dem Kuhflade mit dem Koko und der hat ja solche Reifchen gehabt und bin dann gnadenlos geradeaus ins Feld runter und hat mich unten überschlagen. Und dann war das Ding ziemlich kaputt. Aber das waren so meine ersten Überschläge mit dem Auto. Der erste große Rennunfall. Ja, aber das war, wir haben ja Sachen gemacht. Das,
Ihr habt auch im Park immer Strecken abgesteckt, oder? Ja, ja. Also, ja, wo ihr durchgefahren seid. Ja, die Großmutter hatte so einen Opel Rekord, so einen alten, das war so ein, weiß ich nicht, 1600, glaube ich, war das. Jedenfalls, der hat diese Eigenschaft, wenn du den Schlüssel rumgedreht hast, hast du ein paar Sekunden gewartet und hast wieder angezündet, hat eine Explosion hinten rausgelassen, aus dem Auspuff hinten raus. Und wir haben die alten Tanten damit geärgert. Wir sind immerhin gesagt, wieder angemacht. Das hat wie so ein Kanonenschlag. Der Auspufftopf hat es nicht lange überlegt. Der Auspufftopf im Eimer. Und dann kam die Großmutter und sagte, sag mal, was habt ihr wieder mit meinem Auto gemacht? Sag, wieso? Das geht ja gar nicht, gell. Da habe ich gesagt, ja, wir haben da ein bisschen getestet und so weiter. Und da haben wir so Fehlzündung gehabt. Da ist leider Auspuff kaputt gegangen. Aber was wir auch immer gemacht haben, die schlimmste Geschichte, was wir je gemacht haben, war aus Kaugummis raus. Mit dem Auto keinen Führerschein gehabt, gell. Das war so ein, also du musst, der Kaugummi, der Park war von Kaugummis bis nach Sigmar war alles Schlosspark. Mhm. War so, schätze, 10 Kilometer lang. Ja. Und dann gab es eine Straße, eine offizielle Straße, die von Kaumis nach Sigmain verlaufen ist. Und da haben wir gesagt, Mensch, jetzt müssen wir einfach mal öffentlich fahren. Da kam so ein Polizist auf dem Motorrad an, gell. Und wir jungen Burschen, haben gesagt, ja, irgendwie werden wir den jetzt ein bisschen ärgern. Und dann gab es so, nach 2 Kilometer ging es dann links in den Park rein. Und wir sind an dem vorbeigefahren und haben oben eine Schiebe da aufgebaut von dem VW Käfer und haben so diese Froschkracher da rausgeschmissen. Also angezündet, hinten raus, vor dem Polizeimotorrad. Der hat die Wut gekriegt und wir sind dann also ab und sind dann links in den Schlosspark rein. Und es war, die Wege waren ja alle nicht asphaltiert, es war Kies und staubig, es war ziemlich heiß und trocken. Und der kam hinter der Qualmwolke und nicht mehr hinterher. Aber das waren so Dinge, die wir so als Streiche gemacht haben. Oder wir haben mal in Umkirch, haben wir mal, auch wie wir dann schon, auch kein Führerschein hatten, aber mit dem Auto immer von einem Park zum anderen gefahren sind, war so ein alter Schäferkarren gestanden. Und dieser Schäferkarren haben wir festgestellt, wir sind halt hingefahren, dass da ein Riesenhornissen Nest drin war. Das war also von, da war die Tür so halb auf, da haben die Hornissen da ein Nest reingebaut, aber so ein Apparat, gell. Und was haben wir gemacht? Sind nach Hause gegangen, haben dem Großvater die Schrotflinte geklaut, sind mit dem Käfer wieder hingefahren und haben dann noch eine Kette mitgenommen und haben mit dem Stock die Tür aufgehalten, reingeschossen, das Nest runtergefallen, zugemacht. Es hat sich da angehört wie so ein Bombergeschwader. Weil die völlig verrückt worden, diese Hornissen. Aber die kamen nicht raus, weil wir die Tür zugemacht haben. Haben den angehängt am Käfer und haben den auf die offizielle Straße quer draufgestellt. Am nächsten Morgen gab es immer so Schellengang, gell? Wer hat es gemacht auf der Straße nach Ablach oder nach Lehl rüber, wurden mehrere Menschen von Hornissen bestochen. Also uns ging da nichts aus so an Ideen und an Verrücktheiten. Manchmal ein bisschen übertrieben, dass die ganze Berganlage abgebrannt ist, weil wir gezündelt haben und dann immer wieder auf die anderen Kinder geschoben. Die sich einfach auf dem Schlosspark geschlichen haben. Also ich sagte, ich hatte trotz dieser schwierigen Zeit, hatte ich eine tolle Kindheit. Ja, das klingt so. Und du hattest ja eigentlich eine ganz strenge Erziehung genossen. Ja, habe ich gehabt. Mein Großvater Preuße, also Hohenzollern. Mhm. Aber ich hatte einfach eine tolle Kindheit. Wir haben Fahrräder gehabt und haben so Pappendeckel genommen und haben die mit einer Schnur verbunden ans Lenkrad. Und die konnte man dann durch das Lenkrad spannen, wo der Ton lauter oder dumpfer, mhm, also heller oder dunkler. Und es war wie so ein Motorrad, gell? Uns sind die Ideen nicht ausgegangen. Wir haben irre Dinge gehabt. Und es war einfach eine tolle Zeit, aber auch saugefährlich. Wir haben mal in Umkirch war es, haben wir mal so ein Munitionsdepot von den Franzosen haben wir aufgespürt. Und da wir natürlich auch schon pyromanisch angehaucht, haben wir diese Patronen genommen, sind in die Werkstatt von meinem Großvater gegangen, weil da waren ja die Mercedes und so weiter, dann haben wir die in Schraubstock rein, haben die
vorne die Kugel abgebrochen, haben das Pulver rausgeschüttet, gell? Haben so ungefähr 50 solche Patronen auf so einen riesen Bottich, haben wir das Pulver da reingeschüttet. Und dann sind wir hingegangen, haben das nach draußen genommen, haben es angezählt. Eine riesen Stichflamme ist da, dass da nie was passiert ist. Unglaublich, oder? Und wie man heute eigentlich aufpasst und Kinder vor allem so bewahrt, dass irgendwas an ihr klaut die Schrotflinte und schießt dann noch diesen Schwamm rein. Ja, also ich meine, wir haben wirklich, ja. Uns ging nichts aus. Also Aber es war so eine Zeit nach dem Krieg, glaube ich, da war man, ich kann es natürlich nicht beurteilen, ich bin da nicht aufgewachsen, aber da hat nicht ein Leben weniger gezielt, aber man war irgendwie entspannter, habe ich das Gefühl. Heute ist alles so extrem. Ja, wir hatten, das Wichtige war, dass wir genügend zu essen hatten. Ja, man musste halt ums Überleben kämpfen. Aber wir hatten natürlich auch das Problem, dass wir, weil du vorhin erwähnt hast, mit dem Holzvergaser in die Schule gefahren worden sind, dass wir natürlich die Prinzen waren, gell, und natürlich was Besseres waren wie das normale Dorfvolk. Und wir haben trotzdem Freunde gehabt und haben die mitgenommen. Und die haben uns aber dann, weil die nichts zu essen haben, beklaut. Gell? Mhm. Wir haben natürlich diese Voraussetzung nicht gehabt und haben uns dann beklaut. Und dann war natürlich der Großvater gar nicht glücklich, weil die waren mit im Schloss und haben halt Dinge mitgenommen, die sie halt dann verhökert haben und haben dann halt davon Essen gekauft. Mhm. Aber ja, auch eine tolle Geschichte war in der Zeit, wo ich da in der Schule war, 49, waren die Franzosen im Schulhof noch. Die Franzosen, die französische Armee, unter General Depin. Und ich weiß noch, da waren wir dort und wir hatten immer Schulspeise gehabt. Gell? Das war in diesen Bottichen drin, so wie es halt bei der Bundeswehr ist. Ja. Und du wurdest halt damals, wurde es unterstützt von den Amerikanern und Franzosen. Und dann kamen die so mit den Panzern an, weiß noch, wie heute, und schmissen immer so Sachen runter von dem Panzer. Wir sind hingegangen, haben das genommen, haben es in den Mund gesteckt und haben halt drauf rumgekaut und gelutscht und so weiter. Und dann war der Geschmack weg, haben wir es runtergeschluckt. Kam nach Hause, hat die Großmutter gesagt, sag mal, wieso habt ihr eigentlich keinen Hunger? Dann haben wir gesagt, du, wir haben da sind so Franzosen mit ihrem Panzer gefahren, die haben uns so Bonbons runtergeschmissen. Und die haben halt genommen, haben die alle gegessen. Und dann hat die Großmutter gesagt, ja, bring doch mal so Bonbons mit. Das war Wrigley Spearman Gum. Und es war Kaugummi. Wir wussten damals nicht, dass man das ausspucken muss. Ja. Haben dann so fünf Schachteln voll mit den Kaugummis, haben wir alles runtergeschluckt. War ein riesen Batzen da drunten verklebt. Gell? Alles so Dinge, die du damals nicht wusstest. Seid ihr es wieder losgeworden auf natürlichen Wege. Ja, irgendwas versucht es loszuwerden. Aber es war brutal. Gell? Ja. Aber das schmeckte halt nur eine Minute gut und dann wurde die Dinger runtergeschluckt. Ja. Hat natürlich alles verklebt im Magen innen drin. Irgendwann kam die große Explosion. Aber ich glaube, wenn man das alles so hört, die ganzen Streiche, die ihr gemacht habt, die funktionieren natürlich auch nur im Zusammenhang mit dieser relativ strengen Erziehung. Weil wenn einem alles erlaubt wird, dann macht es auch keinen Spaß, irgendwie Blödheiten zu machen. Ne? So, das ist ja animiert dann irgendwie dann zu eskalieren, dass du sagst, irgendwie ist das alles zu normal, da müssen wir jetzt mal was anderes bringen. Aber der Großvater war schon streng, da ist der Watschenbaum schon rumgegangen. Aber er war auch irgendwo ein toller Großvater, der auch mit den Enkelkindern immer gerne in den Wald gegangen ist oder mit ihnen durch den Park gegangen ist und wie er dann zugeschaut hat, wie er Krähen geschossen hat und wie wir dann das alles miterlebt haben und er uns dann die Tiere erklärt haben, Setzzeiten und wann die Rauschzeit ist und so weiter von Schweinen. Und das war auch eine interessante Sache. Und das ist ja auch, die Strenge war ja auch so weit, dass du ja im Grunde genommen erstmal lernen musst, wie man isst, gell? Mhm. Also mit Besteck und wie das, wo du die Gabel und Messer und so weiter und Serviette und wie man trinkt, nicht mit einer Hand Finger weggestreckt. Und das wurde uns alles beigebracht. Wir durften erste Mal am Haupttisch essen, wie wir so 8, 9 Jahre alt waren. Und da war der Großvater insofern sehr streng, wenn du dann ans Glas gekommen bist, aus Versehen, musstest du aufstehen vor allen Tanten und Onkeln und Großvater und Großtante, musste Rede halten. Da weißt du, als junger Mensch, da sind natürlich die Tränen runtergekommen. Der Großvater war eben so, jetzt hast du es klar, jetzt hältst du Rede. Ja, was sagst du da, wenn du da so geschätzte 50 Leute sitzen, alle Omas, Opas, Onkels, Großonkel, also eine ganz andere Generation. Ja. Da stehst du da und bringst da kein Wort raus. Gell? Ja, das ist ja eine Beichte ablegen können und erzählen können, was die letzten Tage an Streichen gemacht haben. Genau, und das hat mir lange, habe ich damit mich beschäftigt, dass ich eigentlich ungern reden halte.
Weil ja, das ist so bei mir hängen geblieben, ja, dass diese ja, Herausforderung vom Großvater, tu mal eine Rede an, weil du jetzt das Glas angestoßen hast. Und sind so Dinge, oder was auch damals so ein wichtiger Punkt war, dass du, was du auf dem Teller hattest, musst du unbedingt aufgegessen haben, weil eben nicht so viel zum Essen gab. Ich glaube, der Albtraum den habe ich heute kind. Noch. Ja, das glaube ich. Heute, wenn ich das, einen Teller habe, obwohl ich überhaupt nicht mehr kann, esse ich den auf. Ja, das ist halt, aber jedes Kriegskind oder jedes, ja, also meine Eltern oder auch die Großeltern oder so, genau das, was auf den Tisch kommt, wird gegessen. Aufgegessen. Ja. Und wir haben natürlich, damals das Fleisch war auch nicht gerade das Zarteste, gell? Und da waren wir immer mit, bevor man noch nicht am Haupttisch essen, sondern im Nebentisch, im Nebenraum, haben wir natürlich immer die Hunde um mich herum gehabt, so Dackel von meinem Großvater, und wir saßen halt da, und dann ging das, wurde es immer mehr wie so eine Kaugummikugel, und hast da rumgekaut auf der Kugel, und das Fleisch war nicht runterzuschlucken, gell? Und die Nanni stand da mit der Hand und hat gesagt, wenn die Hand auf dem Tisch ist, muss leer sein, der Mund. Okay. Und wir haben da schon so reingesteckt, und es war so ein Riesenklumpen, und dann haben wir sie einfach abgelenkt, haben gesagt, schau mal, was denn ist da draußen, ein Vogel? Sie schaut raus, hier rein, dem Hund, der war schon unten gesessen, hat gewartet und hat natürlich das mit großer Freude aufgegessen. Und haben wir noch so nachgemacht, so, hab wirklich leer, ja. Man wusste nicht, dass es der Hund schon vorher gehabt hat. Ja, okay. Also so lernt man benehmen. Aber ja. Also ja, aus heutiger Sicht, oder ich glaube, wenn das junge Eltern hören den Podcast, oder also das ist so weit weg, oder auch wenn ich das sehe, wie man ja, auch mit Kindern umgeht. Was ich halt so ein bisschen feststelle, ist halt, dass der Respekt weniger wird. Ja. Aber ich glaube auch, das hat damit zu tun, dass du, guck mal, ich werde jetzt 80. Mir sagt immer der Arzt, du bist biologisch 60. Ich weiß, wie ich damals 20 war und ein Onkel war 80, der war schon halb im Jenseits. Und ich glaube, dass du, dass wir einfach so jung geblieben sind hier oben drin, dass so ein bisschen der Respekt da nicht da ist, weil er sagt, das ist ja eigentlich so wie du und ich und so das weiter. Stimmt, ja. Da ist und auch der das Vater drin. Hat auch so, Vater war eigentlich Vater und Freund. Ja. Weißt du, das sind alles so Dinge, die man im späteren Leben, also im jetzigen Zeit, spüre ich das halt einfach, dass ich war jetzt gerade auf einer Veranstaltung vor 2 Tagen, da siehst halt auch, dass da nur noch ganz wenige Leute den Respekt bekommen von den jüngeren Generationen. Aber das wird irgendwann, wird das eben weg sein. Weißt du, auch wenn man heute in einen Laden reingeht und eine ältere Dame vor dir ist, lass die Dame zuerst rein. Sagt sie, sowas habe ich schon lange nicht mehr erlebt, dass mir einer mich bittet, da zuerst reinzugehen. Aber es ist alte Schule. Da und sagst du es, genau. Und das finden die halt toll, diese alte Generation, wenn dann es ging auch schon früher los, aber die dann sagen, Mensch, toll, dass sowas noch überhaupt gibt. Jemand, der sagt hier, oder Hand küssen, oder man kann es ja auch übertreiben, aber man kann ja selber mein sagen, wie man, was ich meinen Kindern weitergebe für eine Erziehung. Habe natürlich einiges daraus entnommen, aber vieles habe ich sein lassen, weil das einfach zu brutal war. Ja. Und das, was du sagst, dass vielleicht die älteren Leute heute zu jugendlich wirken oder zu jung oder auch nicht älter werden wollen, vielleicht spielt auch manchmal eine Rolle. Und vielleicht spielt auch noch eine Rolle, dass die Zeit einfach so extrem schnell voranschreitet, so dass die Erfahrungen der alten Generation gar nicht mehr so gefragt sind oder mutmaßlich nicht gefragt sind. So, und die haben schon ein ganz anderes Wissen, wie wir in der Zeit haben. Ja. Die holen ihre ganze Information aus so einem kleinen Handy. Die lesen ja keine Zeitung mehr. Wir lieben ja noch die Zeitung und der Geruch von der Zeitung. Ja, ist vorbei, und das ist alles vorbei. Ja, oder wir sind gerade dabei, uns anders aufzustellen in der Familie. Und ich finde, dieses kleine Ding hier, das ist eine Enzyklopädie, gell? Ja. Aber du wirst völlig abhängig von diesem Ding. Ja. Ich weiß, wenn ich dann irgendwo mein Handy liegen habe lassen, da bist du ganz verrückt, gell? Wo ist jetzt mein Handy? Weil du kommunizierst ja nur noch mit dem Handy. Ja. Und du kannst alles rausziehen aus dem Handy. Und ich meine mal, nütze ich das gar nicht, was du mit dem alles anstellen kannst. Ich will die und die Punkte möchte ich machen. Aber sonst ist es einfach so einfach, wenn du heute, sag mal, fragst du jemanden, wie alt ist der eigentlich jetzt?
googelst. Ja, du musst sagen, bumm, weißt sofort. Musst du nichts mehr merken. Ja. Oder wie du sagst, wie die Tiere im Wald, wenn die ihre bestimmten Zeiten haben, das googelst du auch kurz. Musst du nicht mehr. Und meine Söhne, ich habe tolle Söhne, zwei, die einfach, auch der Manuel ist Doktor der Biologie und der Konstantin hat auch sein Abi gemacht und war in England in der Schule, in Schottland oben. Und die sind alle so tolle Jungs geworden, die ganze Start-up-Geschichte, das ist für mich ja alles so ein bisschen schwierig. Aber wenn du da nicht mitmachst, dann verlierst du den Anschluss. Ja, ich sehe es ja im Auto, wenn du heute so ein Auto übernimmst von BMW, und dann kannst du nicht einfach vom Hof fahren. Dann musst du dir erstmal eine halbe Stunde Erklärung gemacht über das Auto, was du alles machen musst, dass du auf die Bremse treten musst, sonst startet das Auto nicht. Oder wenn die Tür nicht ganz zu ist, geht auch nicht zum Vorwärtsfahren. Das sind alles so Dinge, die du wissen musst. Und die früher, wenn ich hatte mal so ein BMW 700er Coupé, Da hat er mir den Schlüssel in die Hand gesagt, hier fahren Sie am Hof, aber heute musst du die ganzen Einleitungen haben und Erklärungen haben über das Auto. Und jeden Mal den Datenschutz akzeptieren und Sicherheitseinstellungen. Genau. Ja, das ist verrückt. Ne? Und dieser Computer, der da drin ist, da, ich habe da mal den Christa Berg so ein 7er vorgestellt, und dann sagt er, fahren Sie doch selber mal. Nee, will ich gar nicht, Sie fahren schon besser. Aber ich sage, Sie haben so viele Funktionen, 300, 400 Funktionen, was Sie aus diesem Computer rausholen können. Will ich doch gar nicht alles wissen. Die wollen es gar nicht mehr. Ich finde auch, man muss da auch ein bisschen in die Zukunft denken, dass man vielleicht so ein Ding installiert, das mit dir spricht. Dass du sagst, wie komme ich jetzt dahin? Das sagen wir, da rufst du, sag mal, Siri oder so. Siri, ich möchte gern das und das machen. Ja, dann drückst du auf den Knopf und so weiter, eine Erklärung haben. Weil das ist, es wird immer schwieriger. Ja. Und meine Frau, also wie Siri da, sagt meine Frau, sag mal, was hast denn du für eine Freundin da? Sag, wieso? Ja, die Siri, die da dauernd mitspielt. Ja, aber es ist einfach, wie du sagst, es ist so schnelllebig geworden, weil du alles so schnell durch und das irgendwann habe ich gesagt, irgendwann muss ich mal den Chip auswechseln, weil der ist komplett voll. Aber da gibt es eine gute Übung, dass du den ein bisschen leerst. Nämlich? Indem du in der Früh aufstehst und schaust, dass alles um dich ruhig ist und dann in eine Richtung starrst, aber ohne, dass du irgendeinen Gedanken führst. Da kannst du dein Müll, den du da oben drin hast, kannst du damit leeren. Ja. Das ist toll, musst du auch machen. Einfach so 5 Minuten so dastehen und aber nichts auf dich einwirken lassen und einfach mal gedankenlos da reinzugehen, und das ist ganz toll. Okay, ja. Ich hätte jetzt gedacht, als Rennfahrer sagst du, abends sich mal richtig die Kante geben. Ja, das ist ja auch gefährlich. Du bist ja auch so ein bisschen Vorbildfunktion hast du. Weil ich erlebe es abends, wenn ich dann die Leute kommen und mich dann vielleicht erkennen und sagen, also Prinz Leopold, Sie sind doch ein Vorbild für uns, Sie können doch nicht das, da so. Ja, du musst mir leider sagen, dein Onkel hat es da nicht so genau genommen. Ja, ja. Aber es ist einfach eine, der Rennsport ist für mich, ganz ehrlich gesagt, einer meiner ganz großen Leidenschaften. Neben ein paar anderen, aber das ist wirklich so für mich immer wichtig gewesen, das Auto, dass ich das beherrsche und nicht das Auto umgekehrt mich beherrscht. Und ich merke aber, dass ich vernünftiger werde, weil das war früher noch nicht so der Fall. Und ich merke auch, dass ich, weil meine Frau, wenn die neben mir sitzt, sagt, das war aber jetzt gerade gar nicht so ungefährlich, gell, sei du, ich habe das immer noch voll im Griff. Meine fängt dann an zu zischen, gell, und sagt dann, also, hör mal, das war aber ganz schön gefährlich, was findest du? Und dann muss ich halt einfach überlegen, dass ich halt, und das Problem ist bei mir, dass ich immer zu nah auffahre, weil ich diesen Terrier-Effekt habe, weißt du, beim Rennsport. Ich fahre immer zu nah auf und putsch, kriege ich wieder eine Anzeige, weil ich einfach zu dicht aufgefahren bin. Und man muss versuchen, vernünftiger zu werden, was uns schwerfällt. Besonders, wenn ich mit den drei Herren unterwegs bin. Wir haben halt immer noch den Schalk im Nacken und irgendwo ist es auch schöner, ein bisschen so das Kindliche. Fahrt ihr immer noch gegenseitig im Koffer teilweise? Nein. Nee, das nicht mehr, aber mit Roland Asch habe ich immer eine tolle Geschichte gemacht. Das ist auch schon 40 Jahre her. Da sind wir nach Hause gefahren und wir haben uns immer nicht auf die Stoßstange hinten drauf. Wir haben das gepusht.
weil du kriegst dann Schubser, dann hast du mehr Drehzahl, was wir ja mal auf der Abus gemacht haben. Das Anschieben, ne? Im Windschatten. Mit dem halt Harald Groß, da kam dann plötzlich einer in so einem Zug, der mir wohl, der die Geschwindigkeit hatte. Push und Pull. Und dann habe ich gedacht, ich mache jetzt auch mal. Und dann habe ich mit dem Roland gesagt, pass auf, wir fahren jetzt mal da auf der Autobahn. Ich meine, das darf man gar nicht erzählen, aber ja, wenn einer nicht zur Seite war, dann war kurz mal hinfliegt. Ich sage, das ist 40, 50 Jahre her, aber heute geht das alles gar nicht mehr. Heute ist der, und du musst heute so viel mit der Idiotie des anderen rechnen. Es ist einfach, ja. Und ich bin immer manchmal überrascht, wenn ich sehe, wie manche Leute Auto fahren. Über ihr Verhältnis aus. Mhm. Und das ist, ja, kann gefährlich werden, weil gerade wenn er beweisen möchte. Ich habe ja, war ja früher oft Instruktor auf der Nordschleife und so. Mhm. Früher hast du noch eine Handbremse in der Hand gehabt. Heute gibt es sie ja nicht mehr, gell? Wenn der mir zu schnell war, habe ich einfach die Handbremse gezogen. Aber jetzt kannst du es ja nicht mehr. Jetzt musst du sagen, du, hör mal, du bist zu schnell. Du hast als Beifahrer drin gesessen, ja, und dir sagen, oh Gott. Ja, ja. Und dann habe ich aber immer die Handbremse gehabt. So. Ja. Und ich weiß noch, da war ich Instruktor für ein Unternehmen. Und dann kam einer daher, sagte, also Prinz Bayern, wir müssen Sie nichts mehr erklären. Ja, sind die Besten. Sind die Besten. Ja. Ich sag, wie, wieso? Ja, ich habe 50.000 Kilometer auf der Nordschleife. Ich weiß genau, wie die Linie geht. Das sage ich, ja, das mag ja sein, aber ich zeige Ihnen mal, wie die Linie wirklich ist als Rennfahrer. Da kommen so in die Fuchsröhre runter und dann kommt so eine, danach dem Loch kommt eine Linkskurve. Links, ja. Und dann habe ich gesagt, die müssen Sie da reinfahren, weil da gleich die rechts kommt und die Scharfe links kommt. Nee, die fahren sie völlig falsch. Sei wie? Ja, das ist falsch. Der hatte so einen Mercedes, 3,5 Liter Motor, fuhr der, und da habe ich gesagt, dann fahren sie mal. Und dann ist er da angebrattert gekommen, Bretter gekommen, und gesagt, das kann nicht funktionieren. Der fliegt jetzt raus. Der flog raus, die Böschung rauf und kippte so halbwegs zur Seite, gell. Dann stieg er aus und habe ich gesagt, und war Ihre Linie die richtige? Nein, Sie haben ja recht und so weiter. Rief seine Frau an, dann sagt er, Schatzi, ich bin hier in der Fuchsröhre, leider ist der Mercedes kaputt, bring mir doch den Porsche. Und dann hat sie gesagt, spinnst du jetzt? Sag doch, aber der Mercedes kann ich nicht mehr fahren, da ist ein bisschen krumm. Dann kam die die wohnte da in Adenau irgendwo, nach einer Stunde mit dem Porsche an, da waren wir schon im Karussell unten. Gleiche Szene wieder. Er hat wieder gesagt, ich habe eine andere Linie. Da habe ich gesagt, nein, das ist die richtige Linie, die ich Ihnen zeige. Er hat seine Linie gezeigt, was ist er rausgeflogen? Das Auto auch kaputt gewesen. Da kam die Frau an, ich habe gegrinst innerlich, so über die beiden Backen, habe ich gesagt, dann ist sie hingegangen zu ihr und sagt, komm mal bitte raus. Husch, hat ihm links und rechts einer reingehauen. Sei du blöder Hund, er hat ein anderes Wort genutzt. Du blöder Hund, glaubst nicht, was die Instruktoren es besser können als du? Der wurde aber ganz kleinlaut dann. Aber zwei Autos zerstört. Ja. Und da sitzt du einmal daneben, gell? Und dann wollen die beweisen, wie toll sie Auto fahren. Aber hast du das mal erlebt, dass du da abgeflogen bist von dem Mann? Ja, ja. Das ist für mich der Albtraum, dass du ich war ganz schön mutig, immer daneben dran zu sitzen. Schon. Aber das ging früher, jetzt hast du ja keine Handbremse mehr. Ja, ne. Aber da, das sind so Dinge, die unvergesslich bleiben. Und ich habe viel, oft war ich Instruktor dort und habe das genossen, da zu fahren und auch Leuten. Ich finde auch ganz wichtig, dass man jungen Leuten, die ihren Führerschein machen, dass die auf so ein Trainingszentrum gehen, um das Auto wirklich eher kennenzulernen. Was mache ich, wenn es übersteuert, was mache ich, wenn es untersteuert, was passiert, wenn ich ABS ausschalte und so weiter. Und da habe ich wirklich viele Briefe danach bekommen. Ich sage, ich bin so eine Situation auf der normalen Straße gekommen, habe da aufgrund dem Training mit uns, habe ich anders reagiert. Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Das ist ja verpflichtend sogar. Ja, also ich habe all meinen Kindern gesagt, wenn ihr euren Führerschein habt, macht bitte so ein Fahrertraining. Weil das lernst du bei der Fahrschule nicht. Und das haben die gemacht und die fahren alle toll Auto. Haben die es nicht bei dir gemacht? Nee, bei mir, ich habe denen nur gesagt, wie die Lenkradhaltung ist und wie der Abstand ist und so. Okay. Aber die meine Frau, die fährt auch toll Auto. Im Winter, da denkst du, da sitzt da ein halber Rallye-Fahrer in einem Rennauto. Ja, die fahren alle gut Auto, meine Kinder. Also ich habe natürlich auch viel dazu beigetragen. Ich denke schon, ja. Gebe ich ehrlich zu. Aber das ist ganz wichtig, dass die jungen Menschen, die einen Führerschein machen, einfach so ein Fahrradtraining mitmachen. Das kostet vielleicht 3.000 Euro oder was weiß ich. Mhm. Aber es ist lebensrettend. Ja, absolut. Aber für deine Kinder und Enkelkinder ist keiner in deine Fußstapfen so richtig getreten, oder? Doch, eigentlich richtig nicht. Aber mein jüngster Sohn, der ist Go-Kart-Rennen gefahren. Okay. Aber der hat so eine Art gehabt, dass er immer abhaken wollte. Also Papi, ich will mal Go-Kart-Rennen fahren. Da haben wir so ein Team zusammengestellt.
mit einem anderen Fahrer zusammen 2 Jahre lang gemacht. Und dann kam mein Vetter Luitpold hier vorbei, der Segler ist, gell? Mhm. Großer Segler, hat auch Europameisterschaft gewonnen und so. Also großer Sportler. Und dann kam er hierher und hat gesagt, Konstantin, willst du mal mitfahren? Ja, komm ich mit. Ende mit Go-Kart. Frau war selig, einer weniger. Und dann hat er Segel angefangen. Und dann hat er so einen 49er gehabt, das war am Gardasee. Hat er da seine Fahrten gemacht und seine Meisterschaft oder seine Meisterschaft gefahren. Und das hat er abgehakt. Jetzt. Okay. Ja, aber er war ein guter, kein schlechter Go-Kart-Fahrer. Okay. Hatte nur die Eigenschaft, immer nach hinten zu schauen. Aber ich sagte, das interessiert kein Mensch mehr für dich, wer da hinten ist. Immer nach vorne schauen. Aber sonst gab es keinen, der auch von Enkel her, gut, der Älteste ist jetzt 16. Mhm. Also da müssen wir noch ein paar Jahre warten, aber ich glaube, dass da schon mal irgendeiner vorkommt. Aber ich würde es ganz ehrlich nie irgendwie fördern. Ich finde, ihn zu pushen in eine Geschichte hinein, die... Wenn man nicht will, das wäre schlimm. Ja, das genau. Bringt nichts, ne? Und deswegen, so wie andere Rennfahrerkollegen, die halt ihre Söhne da fördern und so weiter. Und ich meine, der Kicke hat natürlich mit Nico, das war natürlich schon... Ach gut, aber das ist selten, dass das so gut geht, ja, ne? Wie genau, bei den beiden. Genau, das, und ich finde, der muss nicht die gleichen Eigenschaften haben wie der Vater, dass er halt auch ein guter Rennfahrer wird. Aber... Ich habe das nie gepusht, habe nie gesagt, du musst jetzt auch Autorennfahrer werden. Mhm. Selber entscheiden sowas. Kiko Rosberg bist auch in einem Team gefahren, da kommen wir auch nachher noch drauf. Wollen wir so weit zurückgehen. Wir sind ja schon weiter zurück. Du hast ja deine Schule in England beendet und bist dann hergekommen und hast tatsächlich. Ja, in Amerika. In Amerika, aber du hast dann noch erstmal Autotechnik von der Pike aufgelernt bei Opel Häusler. Ja, wo das ich war, eben dran vorbeigefahren. Das war ja genau, das war aber Amerika. Und zwar war ich in England in der Schule bis zu meinem 18. Lebensjahr und mein E-Level gemacht. Ja. Und ich konnte damals mit dem E-Level in Deutschland nicht studieren. Da hätte ich das Abitur nachmachen. Das war ein bisschen mehr wie eine mittlere Reife, aber ich habe dann eben, hat mein Vater entschieden, der Politiker war, entschieden, dass ich nach Amerika auf die Flint University gehe. Mhm. Und kannst dir vorstellen, was war ich, 22, Amerikas erste Mal. Wir reden mal von 1965, gell? Mhm. Das war natürlich für mich das große Abenteuer. Ja. Das tolle Amerika, Fernseher, 10 Stationen, tolle Autos. Ich hatte dann so einen Mustang mit elektrischen Fensterheber, Cabriolet, das Verdeck elektrisch auf und zu ging. Und ich war eigentlich, hab dort gewohnt bei einem sehr guten Freund von meinem Vater. Bob Martin kam, die Frau war von einer Ülein-Brauerei, also if you're out of Schlitz, you're out of beer. Und da bin ich, bei denen habe ich gewohnt und bin halt dann immer zum Studium gegangen, sollte ich. Und hatte natürlich dann plötzlich das schöne Leben erlebt dort. Ich war einmal Guest of Honor. Die Amerikaner fanden es natürlich ganz toll. Ja. His Royal Highness, the Prince of Bavaria, ist our special guest und so weiter. Wurde rumgereicht wie eine Rosine und habe das natürlich sehr genossen, dieses Leben. Und dann rief der Vater mal an und sagte, ja, also Bob, wie geht's denn meinem Sohn? Oh, wunderbar, der studiert den ganzen Tag, der ist immer fleißig und so weiter. Und das hat er zweimal gemacht, also irgendwann glaube ich an der Geschichte nicht mehr ganz, gell? Und ist dann ohne anzumelden nach Amerika geflogen, der Vater. Das ist immer schlecht. Und dann kommt er so beim Bob an, der wohnt in Long Island und an Jones Beach war ich halt immer, das war damals, konnte noch an die Jones Beach gehen. Und dann war ich an Jones Beach mit Freunden und Freundinnen und so weiter. Und hatte natürlich ein tolles Leben. Und er sagt, wo ist denn mein Sohn? Ach, heute ist er mal an der Jones Beach. Braun gebrannt kam ich daher, sag ich, Vater, was machst du denn hier? Naja, ich wollte mal sehen, wie es mit deinem Studium so ist und so weiter. Ob du da auch wirklich studierst. Sag mir mal ganz ehrlich, wie ist es denn mit deinem Studium? Ich sag, Herr Papi, so viel habe ich noch nicht gesehen von der Uni. Dann sagt er, weißt du, mich hat es auch viel Geld gekostet. Und das fand ich eine tolle Reaktion von ihm. Du gehst jetzt zurück nach München und arbeitest bei Opel Häusler als Volontär, weil du dort dann mir das Teil deines Geldes zurückzahlen musst. Ja, okay. Also man musste lernen, was heißt, Geld zu verdienen. Ja, genau. Ja. Aber du bist doch schon auf eine normale Schule gegangen, jetzt auch Privatunterricht haben können. Genau. Und dann habe ich in
bei Opel Häusler angefangen als Volontär, meine Annahme. Das waren alles ausgebildete Kfz-Mechaniker, gell? Ich da dort so von Bayern war da gestanden und dann kamen so die ersten Kunden und ich war da Opel Häusler, also Opel, kam einer an mit so einem Opel Admiral. Ja, sagen Sie mal, wie war Ihr Name? Von Bayern. Interessanter Name. Sag ich, ja, denke ich auch. Und dann sagt er, wissen Sie, ich habe da ein Problem mit meinem Auto. Da quietscht immer, wenn ich Gas gebe. Ja. Können Sie mir mal sagen, was das ist? Keine Ahnung. Da stand die Annahme dran, konntest du mal irgendwas annehmen? Ja, ich habe dann gesagt, ja, ich muss mal um den Block rumfahren. Das war Opel Häusler da, um den Block rumgefahren. Bin reingefahren zu meinem Meister, den ich gut kannte. Ich sag, du Max, was ist das für ein Geräusch? Sag, wenn ich, ja, kann man Gas geben, pfeift er immer so. Ja, da rutscht der Keilriemen durch. Dann ist er hingegangen und hat gesagt, ja, da ist der Keilmama gleich mit so einem Wachs ist er dran gegangen und hat es dann irgendwie wieder weggebracht, das Geräusch. Dann bin ich zu ihm gegangen und gesagt, ja, alles klar, das war der Keilriemen, die Quisch, habe ich gleich gemerkt. Schon 10 Mark bekommen, gell? Und der nächste, und so habe ich mich da durchgekämpft. Und war dann 3 Jahre bei Opel Häusler und habe dort dann einen Mechaniker gekannt, Eggy hieß der. War das der? Zitzmann. Ja, genau. Woher weißt du, der Zitzmann nicht? Bin gut vorbereitet. Werner Zitzmann. Ja. Ja, woher weißt du das? Ja, ich habe mich vorbereitet. Das finde ich ja irre. Und da habe ich gesagt, du, ich habe so einen Opel Kadett. Ich würde so gerne mal Bergrennen fahren mit dem Auto. Habe damals noch nicht die Gelegenheit gehabt, von der Mutter eine Unterstützung zu bekommen. Und dann sagt er, ja, Bergrennen ist, glaube ich, das Billigere. Er sagt, ja, das ist das Billigere. Sag ich, und können wir den ein bisschen schneller machen? Da weiß ich aber kein Geld und so. Ja, können wir schon machen. Dann machen wir eine Delorto-Anlage drauf, so eine 2-Vergaser-Anlage. Und dann, ganz wichtig, wegen dem Geräusch, den hinteren Auspuff machen wir weg und tun den Topf wegmachen und tun den vor dem Hinterrad rausgekommen. Also so ein so ein Röhrchen. Das ist wie bei der Schwarzen Witwe. Da gibt's ja Bilder, wo die Leute an der Rennstrecke im Bergrennen so dastehen, weil das Ding hat einen Krach gemacht. Da hast du gehört, von unmöglich losgefahren bin. Aber ich war nur 2 Kilometer schneller oder 2 Sekunden schneller, meine ich, war ich da den Berg rauf. Da habe ich gesagt, also mit die kamen ja alle an, schon mit Hänger und mit Rennauto. Nur zum Rennen, mit dem habe ich ja normal auch rumgefahren. Da habe ich die Lautanlage runtergeschmissen, den Auspuff wieder dran und dann war es wieder normal. Und mit dem habe ich gesagt, da habe ich dann 5 Rennen gefahren, bin ja immer so 12., 10., 9. Mal geworden. Aber mit dem habe ich keine Kufen mehr Eis gezogen. Da habe ich zum Werner gesagt, du Werner, irgendwann müssen wir es machen. Sagt er, du, mit dem Auto kannst du auch nicht gewinnen, weil da kamen die schon mit NSU TTS, mit Abarth und so weiter. Ja. Weißt du, mit den schönen, tollen, alten Autos. Ja. Und da habe ich gesagt, wir müssen was anderes einfallen. Da ging die Idee mit dem Mini los, gell. Aber in Simca bist du auch mal gefahren, oder? Aron, da bin ich noch in der Rallye. Sag mal, im Simca Aron bin ich gefahren mit einem von Loringhofen. Ja. Hier in der Rallye. So eine Oldtimer, also eine wie nannte sich die? So eine nationale Meisterschaftsrallye. Ja. Mit dem sind wir dann im Acker hängen geblieben, wo dann der Traktor kam und uns rausgezogen, weil wir falsches Rotbuch gelesen haben. Also diese Rallye war nicht so meine Sache. Du musst erstmal die Bauern spicken, oder? Ja, der musste, der war Sonntag mal. Das ja, da war in der Kirche eigentlich. Ja, der war in der Kirche, dann haben wir da drin gesessen, kam nicht raus. Dann haben wir erstmal einen finden müssen, der uns dann rausgezogen hat mit dem Traktor. Ja. Mein Gott, so bringst du Punkte her, die ich schon längst fast vergessen habe. Ja, eine Rallye. Aber es war tatsächlich, da hast du gesagt, Rallye ist nichts für mich. Nee, weil Rallye ist nichts für mich. Wenn man im Schlosspark fahren lernt, da driftet man eh die ganze Zeit. Ja, schon, aber ich war mehr so auf die Rundstrecke schon orientiert, weil ich fand, Bergrennen war deswegen nur notgedrungen, weil ich etwas billiger war vom Unterhalt der Geschichte. Aber Rundstrecke war schon so meine nächste Idee und die habe ich auch dafür wirklich, da bin ich viel mit Mini Cooper gefahren und ich habe ja alles gefahren, was 4 Räder hat. Ja, ich weiß. Bin sogar Formel 1 gefahren, Ferrari. Ferrari war das? Ja. Ach so, okay. Ich habe nur mal gelesen, dass du Formel 1... Extra-Lesi-Auto. Okay. Also ich bin keine Rennen mitgefahren. Nee, klar, aber du hast ja mal einen Test gefahren, ne? Das war eine tolle Geschichte. Ich habe dann mich von der modernen Meisterschaft habe mich dann entfernt, weil ich zu alt war dann und nicht mehr so richtig mitmachen konnte. Dann habe ich gedacht, einen Traum habe ich immer gehabt, das wusste der Isard, wussten das. Ja. Der Heinz hat und der Wolfi wussten, dass ich irgendwann mal, ich hätte schon mal Formel 1 fahren können beim ATS Schmidt, weil ich fuhr dann Superfahrer bei dem. Ja.
Und dann sagt er, du, da kannst du mal morgen mal kurz im Training fahren. Dann fing es an zu regnen. Jochen Maas saß auf dem Auto. Übrigens habe ich den Jochen Maas zum Motorsport gebracht. Echt? Ja. Musst du mir erzählen, ja. Und dann habe ich gedacht, also nee, das ging da nicht, weil wenn das Auto rausschmeißt, dann ist für den nächsten Tag für den Jochen Maas kein Wagen zur Verfügung stehen. Also bin ich, und dann hat es der Wolfi, der Heinz, gesagt, du Wolfi, ich will einmal mal in Formel 1 fahren. Und da war eine Veranstaltung am Nürburgring, was die Privatiers, die ganzen Formel 1 Fahrer gepartet haben für ein Wochenende im Nürburgring. Grand Prix Strecke. Mhm. Und dann rief mich der Wolfi an, Ferrari rief mich an und sagt, das war der Präsident von Ferrari Deutschland, wir würden Ihnen gerne ein Abschiedsgeschenk machen. Und da habe ich gesagt, ja, vielleicht GTO oder so, oder GT40 oder sowas. Und dann sagt er, na, bringen Sie mal Ihren Helm mit und Ihren Rennoverall, also Ihre komplette Kombi. Ich sage, ja, bring ihn mit. Die ganze Nacht schon überlegt, was das sein wird. Da bin ich hingeflogen, bin ich abgeholt in Köln. Ja. Und da kam ich so zur Eifel immer näher, zum Nürburgring, hörte schon so die ganz hohen Töne. Denke mir, oh, das klingt aber ganz anders. Das klingt wie in Formel 1, gell? Aber nicht wissend, dass ich in so das Fahrzeug jetzt fahren darf. Also ich kam dann dahin und dann habe ich mich dann umgezogen und dann war die Garagentür war unten und dann sagt er, ja, hier ist unser Abschiedsgeschenk an Sie. Aber mit einer Auflage. Ich sage, ja, was? Wenn Sie rausschmeißen, müssen Sie selber zahlen. Das Auto. Und dann ging die Klappe auf und da stand dieser wahnsinnige Formel 1 Ferrari da. Und dann sagte ich, ja, schön, den anzuschauen. Nee, den dürfen Sie jetzt fahren. Also da habe ich noch mehr gegrinst, wie das erste Mal das Auto alleine fahren. Weil es ist ja jeder Rennfahrers Traum, mal in Formel 1 fahren zu dürfen. Ja. Und dann sage ich, darf ich denn wirklich fahren? Ja, Sie dürfen fahren, aber Sie müssen uns unterschreiben, wenn Sie das Auto rausschmeißen, müssen Sie die Kosten selber tragen. Hast du ein Ferrari hier im Grundbuch eingetragen? Aber man muss sich aber vorstellen, das ist ja schnell, sind da ein paar hunderttausend Euro zusammen. Gell? Ja, naja. Es war so eine Art Bremse für mich. Und dann weiß ich noch, stieg ich da ein und der Alesi hat ja so einen ganz kleinen Hintern, ich habe so schon ein bisschen bayerisch und da passte ich nicht rein. Da sah ich so oben drauf, dann haben wir die ganze Sitz rausgebaut und habe ich auf der Aluminiumplatte gesessen. Wurde festgeschnallt, wurde ich angeschoben. Vorher hat einer das Auto, so ein Spezialist von Ferrari, hat die Reifen warm gefahren, die Bremsen, den Motor und ja, die armen Leute, die haben viermal angeschoben, bis das Ding mal zum Starten ging. Gell? Immer wieder nix. Und am vierten Mal wurde schon ausgetauscht worden, die Anschieber. Da kam die nächste Gruppe von Ferrari-Anschieber. Da haben sie an das Ding losgegangen. Nur. Ich sage dir, es ist mit Worten nicht zu beschreiben. Ich bin zwar Gruppe C gefahren, aber diese Beschleunigung und diese Bremskraft, die der hat. Die Bremskraft, da habe ich den ich habe dort, wo der Gruppe C im Nürburgring gebremst habe, habe ich nochmal 100 Meter weiter vorgelegt. Und dann hat so einigermaßen gestimmt. Da habe ich gedacht, das ist ja der Wahnsinn. Und nachdem ich ja Formel gefahren bin, Formel 3 schon mal und Formel Superfahren, natürlich mit Ferrari nichts, Formel 1 nichts vergleichen. Aber ich hatte so ein bisschen die Charakteristik von den Autos gekannt. Und ich wurde immer schneller. Und es hat immer mehr Spaß gemacht. Und dann hatte ich 13 Runden genehmigt. Boah, okay. Ja, das ist natürlich auch schon mal vorbei auf der Gang. Und dann kam die 13. Runde und dann die schwarz-weiß karierte Flagge, denken wir, könnte mich gerne haben. Bin weitergefahren, 14. Runde wieder, und er wieder immer gewunken. Und dann habe ich 16 Runden rausgeschürt. Und dann winkte er mich, da ist er fast auf mein Auto gesprungen. Da sagt er so in seinem Eifel, sagen Sie mal, haben Sie mich nicht gesehen? Ich habe Sie dauernd abgewunken. Sag ich, ja, ich war so beschäftigt mit dem Auto. Ich habe das so genossen. Ja, klar. Ich musste nachher die Bilder zeigen. Von dem, ja, unbedingt. Wie ich da drin sitze mit meinem Rautenhelm durch. Es war für mich natürlich riesengroß aufgeblasenes Foto, gell, als Erinnerung, ich in Formel 1 drin. Aber das hat der Gerhard Berger bei mir auch so beeindruckend geschildert mit dieser Turbo-Generation. Ich glaube, das Alesi-Auto von dir, das war ein Sauger. Ja. Der sagt, wenn er, also er hat das immer noch so aus dem Augenwinkel, wenn in Monaco die Hand vom Mechaniker zum Qualifying ins Cockpit kam und den Turbodruck aufgedreht hat und die wirklich Wheelspin bis oben zur Lüfts-Hotel, ja. Der hat die komplett mit durchdrehenden Rädern hoch. Der sagt, das war nicht zu bändigen, wenn man sich das im Rennen vorstellt, oder? Wenn noch um einen rum alle mit diesen offenen Rädern da sind. Alles muss. Aber so. Ich habe mir, ganz ehrlich, um nicht da jetzt mal die Qualität oder die überhaupt den Unterschied zwischen, ich habe mir das schwerer vorgestellt.
Ja, du bist natürlich ein geübter Fahrer. Ich habe mich schwer vorgestellt, habe gedacht, es kommt jetzt was auf mich zu, was ich noch nie so erlebt habe. Aber durch den Formel 3, der natürlich nie die Power hatte oder die ganze Technik, die der Formel 1 drin. Aber ich habe mich unglaublich schnell wohlgefühlt in dem Auto. Das ist ja cool. Ich habe gewusst, ich könnte noch schneller fahren, aber da war wieder der Schalter, wo hier das Ding rausschmeißt. Aber es hat so einen Spaß gemacht. Ich habe das so genossen und der Wolfi war ja auch sehr dankbar, Isa, dass er mir das ermöglicht hat, dass ich da fahren konnte. Von dem Privatier dieses Auto. Es war einer meiner wirklichen Highlights in meiner 60-jährigen Karriere, so ein Formel 1 fahren zu können. Was wäre denn zum 80. Geburtstag noch nötig, um dich nochmal... Chat. Nein, aber das weiß ich nicht. Also ich würde gern, weiß nicht, sind so irgendwie Dinge im Laufen, glaube ich. Gibt es noch irgendein Auto, was du fahren würdest? Jetzt, wenn du mich so ad hoc fragst, Formel 1 will ich schon mal genauer fahren. Im Frühjahr habe ich einen neuen Rekord aufgestellt. Als Ältester die Bobbahn runtergefahren. Da haben wir telefoniert danach, ja. Da waren wir doch, da war ich auch da. Ja. Ich war nicht bei dem Event natürlich, aber das stimmt, ja. Da bist du runter, ne? Mit 80 da runtergeknallt. Aber ich sag dir, das ist schon beeindruckend. Diese G-Force ist da. Du kennst ja die Strecke nicht. Der Rolf Sachs hat da hinten die Strecke gekannt, gell? Ja, und wenn du dann den Kopf der schlackert dann so hin und her, so ein bisschen rumgeholt. Ich hätte noch eine zweite Runde runterfahren, aber ich sag, das war ein bisschen, jetzt langt zwar mit meiner Schulter, weißt du, weil diese saublöde Arthrose da drin. Aber das sind alles so Dinge, so Punkte, die ich unvergesslich bleiben. Und auch, muss ich dir ganz ehrlich sagen, was mich in den ganzen 60 Jahren so geprägt hat, waren auch die Freundschaften. Die Freundschaften mit Dieter, mit Striezel, Harald, mit Jockel, Marc Hessel natürlich auch. Das hat mich geprägt, weil das einfach wirkliche Freunde sind. Und die nicht nur im Motorsport Freunde sind, sondern auch außerhalb. Und das war für mich so eine Freundschaft, die ich so in der Art noch nicht kannte. Weil wenn du nicht sowas... Weißt du, die Leute wollen sich natürlich mit dir schmücken und freuen sich natürlich, mit dir im Sog mitzulaufen. Aber wo sind da deine Freunde? Wo stellst du fest, ob das ein Freund ist? Das stellst du dann fest, wenn es dem mal nicht gut geht. Und du erwartest von dem eine Unterstützung. Dann wären es ganz wenige. Aber der Striezel zum Beispiel, der ruft immer an. Und ich auch. Striezel ist einer, der wirklich ganz, ganz enger Freund von mir ist und den auch ich zu meinem Geburtstag eingeladen habe. Da sind ganz wenige dabei aus der Motorsport-Szene. Und ich mache zwar noch ein Fest, mache die Donner-Reuschel-Bank, aber die beiden, die sind, also Quester, also vier sind es dann, sagen wir, aber drei wirklich tiefe Freunde, die haben mir viel gegeben und auch viel Tipps gegeben und viel dazu beigetragen mit meinen Erfolgen und mich auch motiviert haben in verschiedenen Situationen. Und es ist ja auch so, dass ich ja alles selbst erarbeitet haben, da bin ich auch stolz drüber. Ohne, sag mal, Einwirkung der Familie am Anfang, aber ich habe mir selbst was aufgebaut, was ich ohne den Erfolg nicht bekommen hätte. Da kann der Name zwar gut sein, aber nicht so gut, dass man eben zum Beispiel BMW, ich habe immer noch einen Vertrag mit BMW, ich bin der Älteste, der einen wirklichen Vertrag hat mit ihnen. Und ich werde immer wieder bestätigt, dass ich sagen, Sie sind der beste Markenbotschafter, den wir haben können. Ja, also ganz ehrlich, das passt ja nun auch perfekt, oder? Ja. Von Bayern und Die beste BMW, Identifikation. Das, Bayern mit und Rennfahrer und Motorsport. Ja. Also, das muss man echt sagen. Ja. Das ist besser, und ich war nie untreu. Ja. Ich hab manche Angebote abgelehnt, weil ich einfach die Identifikation nicht gesehen habe. Und für mich ist nicht Geld alles. Es muss auch irgendwo stimmen. Ja. Und das ist die 60 Jahre leider zu schnell vorbeigegangen, aber ich würde gerne nochmal in die Zeitmaschine marschieren. In welches Jahr wird es sich beamen? Also ich würde gerne mal eine Zeitmaschine, so schön werden, so in die Zeit von Ludwig II. Ach so, okay. Also nicht weil, Motorsport jetzt, sondern tatsächlich dann deswegen Ludwig vorletztes II. Jahrhundert. Und dann würde ich gerne halt auch nochmal zurückgehen und so Caracciola und Fangio, diese Leute einfach mal näher kennenzulernen. Einer meiner auch ältesten Freunde, der hoffentlich kommt, der ist Hans Hermann.
Hans ist ja der letzte Silberfall-Pilot von der alten Garde. Der noch und der Hans ist, Hans ist ein so toller Mann und auch ewig jung geblieben, weißt du, mit dem kannst du heute noch auf Pferde stehen gehen. Ja. Und Hans, ich war ja bei seinem 80. Geburtstag, mittlerweile ist er weit über 95. Ja. 95 geworden jetzt gerade. Und wie toll der beieinander ist. Ich habe neulich angerufen und du meinst, der ist 70-Jähriger oder so. Ja. Hans ist auch so ein Menschen, den ich eigentlich näher kennengelernt habe, das goldene Lenkrad. Ja, okay. Wo ich damals noch Juror war und da habe ich Hans viel näher kennengelernt. Ja. Und wir haben immer viel zusammen gewesen. Und ja, es sind so ein paar Menschen, die mir sehr viel bedeuten. Und leider habe ich auch ein paar verloren, aber das ist halt das Risiko, das jeder eingeht. Und gehört sicherlich der Rolf dazu. Und so ein paar andere noch, aber. Ja, und Stefan Belloff warst du auch mal im Team. Ja, Stefan war auch so. Ja, Stefan ist auch ein guter alter Freund von mir gewesen. Der hat immer Tennis gespielt. Hat sich immer aufgeregt, dass ich, ich habe ja früher Tischtennis gespielt und dann spielt sie aus dem Handgelenk. Und beim Tennis müsste die den Unterarm steif halten. Ja. Und ich habe so geschnippelt. Der Stefan hat sich immer fütterlich aufgeregt. Du blöder Hund mit deinem Geschnippelt. Aber Stefan war auch einer, den ich, es gibt viele da so aus der damaligen Zeit. Ja, aber vielleicht schweißt das die Motorsportler, die übrig geblieben sind, noch mal mehr zusammen, dass man auch gemeinsam überlebt hat. Ja, spielt vielleicht da bin ich auch dankbar, dass ich überhaupt in der Zeit, wo ich angefangen habe, war es saugefährlich. Ja. War saugefährlich. Ich habe einfach, wie gesagt, den Schutzengel 2 gehabt, die mich immer begleitet haben und beschäftigt haben. Ja, toll, dass wir noch zusammensitzen können. Oder? Ja. Das war Poldi von Bayern Teil 1, aber natürlich fehlen da noch zahlreiche Motorsportjahre. Alleine die SDW-Zeit mit Knappe Menzel oder die DTM. Darum geht es hier in der nächsten Woche. Bis dahin eine gute Zeit und bleibt gesund und fit wie Poldi, der sich dafür übrigens jeden Tag konsequent an zahlreichen Fitnessgeräten quält. Wie er mir verraten hat. Das nur nebenbei. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.